Guten Tag, liebe Freunde, Geschwister, liebe Familie, liebe Gemeinde. Ich begrüße euch im Namen des Herrn Jesus und wünsche euch Gottes reichen Segen für diese Stunde. Ich wünsche, dass der Herr einen Segen, jeden segnen möchte, auch durch dieses kurze Wort, den ich mit euch heute mitteilen möchte. Und lasst uns zum Beginn gemeinsam beten. Wir beugen unsere Häupter dafür. Himmlischer Vater, wir kommen vor dir in dieser Stunde. Wir möchten dir von ganzem Herzen danken, loben und preisen, Heiland, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns erlöst hast, Herr Jesus, durch dein Blut, durch dein Sterben und Leiden, Herr. Wir danken dir von Herzen, dass wir dein Wort haben dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns so reichlich gesegnet hast und getragen hast bis jetzt. Mein Heiland, ich bitte dich auch, dein Segen für diese Stunde und auch für dieses Wort, das du zu mir geredet hast. Heiland, ich danke dir dafür und ich bitte dich, dass du uns Freudigkeit im Herzen schenken würdest, Herr Jesus, um nach deinem Wort, nach deinem Willen zu leben, Herr Jesus, und alles zu tun, was dir wohlgefällig ist. Herr Jesus, segne dein Volk, segne deine Gemeinde, bewahre deine Kinder, Herr, um den ganzen Umkreis der Erde und dass dein Wort, dass dein Name verherrlicht wird, Herr Jesus. Und wir preisen dich und danken dir dafür. Segne die durch schwere Zeiten durchgehen, durch Leiden, Herr Jesus. Du kennst einen jeden, du weißt, was jede braucht. Sei du, Herr Jesus, uns sehr nahe. Wir loben, danken und preisen dich. Amen. Das Wort, das ich mit euch heute mitteilen möchte, ist aus 1. Mose Kapitel 45, ab Vers 25 lesen. Es geht um die Geschichte von Josef und Jakob. Josef sich zu seinen Geschwistern zu erkennen gab in Ägypten und dann sie zurück zu seinem Vater schickt, um ihn zu holen und ihn nach Ägypten zu bringen. Und sagt so im Vers 25: So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen nach Kanaan zu ihrem Vater Jakob und berichteten ihm: Josef lebt noch und ist Herr in ganz Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, und ihm zu holen, wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sagte: Es ist mir genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen, bevor ich sterbe. Hier in Vers 27 sagt uns: Und als Jakob alles sah, was Josef gesendet hat, um ihn nach Ägypten zu holen, wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Wurde der Geist Jakob lebendig. Und die Frage, die uns heute beschäftigen möchte, oder die ich mir wünsche, dass du daran nachdenken würdest, ist: Was macht dein Herz lebendig? Oder was macht deine Seele lebendig? Wir lesen von Jakob, dass, wenn er sah, alles, was Josef ihn geschickt hat, um ihn nach Ägypten zu holen, da wurde sein Geist oder sein Herz wurde lebendig. Und ich überlegte, um ein Herz, dass es wieder lebendig wird, der muss erst sterben oder am Sterben sein oder im Leiden sein oder kalt sein. Wir haben auch gelesen im Vers 26, sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Für einen Moment, für eine Zeit
Er glaubte ihnen nicht und sein Herz blieb kalt. So um ein Herz lebendig, um dass ein Herz lebendig wird, der muss erst gestorben werden, gestorben sein. Was machte Jakobs Herz kalt? Oder wo stirbte Jakobs Herz? Und wir kennen die Geschichte, wir wissen, dass Josef den geliebten Sohn Jakobs war. Die Brüder haben ihn als ein Sklave verkauft und haben ihrem Vater gesagt, dass wahrscheinlich ein Tier hat ihn zerrissen. Und so, Jakob hat damals das geglaubt, dass sein Sohn gestorben war, und dadurch wurde sein Herz erkältet. Damit wurde sein Herz, können wir sagen, gestorben, voller Schmerzen. Und solchen Fall können wir auch in unsere Tage sehr oft sehen, wie der Herz der Menschheit erkältet wird oder stirbt. Und ich habe ein bisschen überlegt, was sind diese Dinge, die dein Herz oder die Seele erkalten? Warum wird dein Herz sterben, wenn Freundschaften auseinandergehen? Vielleicht Freundschaften, die 4 Jahre befreundet waren, bekannt waren, und jetzt auf einmal diese Freundschaft geht auseinander und die Herzen werden erkältet. Wenn man enttäuscht wird, wenn man Enttäuschungen erlebt, wenn Sachen nicht gehen, so wie wir uns erwartet haben, wenn wir schlechte Erfahrungen machen mit Menschen, mit Sachen, mit auf Arbeit, wo immer wir uns befinden, wenn Menschen uns betrügen, könnte unser Herz ganz leicht erkalt werden. Unser Herz wird kalt, unser Herz stirbt, da ist keine Liebe, wir sind erfüllt mit Traurigkeit. Andere Dinge oder viele von diesen, die ich schon erwähnte, da rein passen können, ist auch Sünde. Die Sünde macht unser Herz kalt. Die Sünde im Herzen macht ein Herz leer. Die Sünde im Herzen macht, dass das Herz stirbt. Und vielleicht fühlst du, mein Freund, in diesen Tagen, die für viele Menschen sehr schwere Tage sind und voller Furcht und Angst leben. Fühlst du auch, dass dein Herz kalt und leer ist? Und wünschest du dir vielleicht, dass dein Herz auch lebendig wird, so wie Jakobs Herz, so wie Jakobs Seele lebendig wurde, wenn er diese gute Nachricht, dass sein Sohn wieder, oder dass sein Sohn eigentlich lebt. Seine Seele wurde lebendig. Vielleicht wünschst du dir auch, so etwas zu erleben. Aber wenn in deinem Herz Sünde ist, dann kannst du leider das nicht erleben. Wo Sünde im Herz ist, das ist kein lebendiges Herz, kein gesundes Herz. Und
es macht keinen Unterschied, ob die Sünde groß oder klein ist. Sünde ist Sünde und die Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir von Gott getrennt sind, dann ist unser Herz, unsere Seele tot. Es ist gleich, ob du jemanden ermordet hast oder vielleicht nur eine kleine Lüge gesagt hast. Es ist Sünde und dein Herz ist gestorben oder deine Seele ist nicht lebendig. Auch den Unglauben ist etwas, das das Herz kalt lässt. Wir lesen in Vers 26, dass die Brüder Josef kamen zu Jakob und sagten ihm, Josef lebt noch und er ist Herr in ganz Ägypten. Dann sagt uns von Jakob, aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Und wie traurig, mir kommt jetzt im Gedanken, warum glaubte Jakob seine Söhne nicht? Hatte schon so oft erfahren, dass seine Söhne ihn angelogen haben? Wie ist es bei dir? Bist du auch so angewöhnt zu lügen, dass wenn du jemand etwas erzählst, die glauben dir nicht? Und es ist so traurig zu wissen, dass das Herz von der anderen Person kalt geblieben ist, weil sie nicht geglaubt haben. Das Herz Jakob blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht, was sie ihm erzählten. Unglauben. Unglauben macht unserem Herz kalt oder macht, dass unser Herz kalt bleibt. Denn Unglauben wird nicht helfen, unser Herz lebendig zu machen. Und so, mein Freund, wie ist es bei dir? Glaubst du an Gott? Glaubst du, dass er seinen eigenen Sohn zu dieser Welt gesandt hat und dass du leben könntest? Glaubst du an Gott und an die Verheißungen, die er uns gibt, dass er jeden Tag mit uns sein wird und dass er uns tragen und helfen wird? Verheißungen, die für dein Leben persönlich sind. Glaubst du an die Verheißungen? Oder zweifelst du an Gott? Zweifelst du vielleicht an Gott, weil dein Herz kalt ist, dein Herz gestorben ist? Dann werde ich dich ermutigen, mein Freund, wenn du merkst, dass dein Herz gestorben ist, dass dein Herz erkältet ist, dann suche, was ist der Grund? Und bitte Gott um diese Erlebung in deinem Herzen, dass dein Herz wieder lebendig wird, dass deine Seele wieder lebendig wird. Würdest du dich das nicht wünschen? Hier sagt uns von Jakob, wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Es ist wieder lebendig geworden. Er hatte wieder Lust zum Leben und so vieles anderes, solche Freude. Auch in schweren Zeiten. Würdest du nicht, dass auch deine Seele lebendig wird? Wenn Jakob sah, alles, was Josef gesandt hat, um ihn zu holen, wurde sein Geist lebendig.
Was macht dein Herz lebendig? Was macht deine Seele lebendig? Erstens, Glauben. Glauben an Gott, Glauben an Jesus Christus. Glauben an das, was er für uns getan hat. Glaube für dich persönlich, dass der Herr Jesus sein Leben für dich gegeben hat, dass du leben kannst. Jesus ist gestorben, damit dein Herz lebendig sein kann. Wenn wir an seine Verheißungen glauben, dann wird unser Herz lebendig. Dann wird unsere Seele lebendig. Wenn du nicht mehr glauben kannst, weil dein Herz so kalt schon ist, dann schaue auf die Segnungen, die Gott uns gibt, Tag für Tag in unserem Leben. Gott segnet uns durch so viele Wege. Gott gibt uns das Leben. Wir haben Nahrung. Wir haben Häuser, wo wir leben können. Wir haben Freunde. Wir haben Familie. Wir haben Gesundheit. Das sind alle Segnungen Gottes, die er uns gegeben hat, die er uns schenkt, Tag für Tag. Können wir uns an diese Segnungen freuen? Und wenn wir alles dies sehen, erlebt unser Herz nicht, erlebt unsere Seele nicht vor Freude für alles das, was Gott uns gibt, Tag für Tag. Und mein Freund, wenn du merkst, dass dein Herz gestorben ist, dass dein Herz kalt geworden ist, weil innen in dein Herz Sünde ist, dann komme zu Jesus. Komme zu ihm und bitte ihm durch Gebet, dass er dich vergeben würde. Bitte ihm, dass er dich reinigen würde. Der Herr Jesus hat sein Leben gegeben, um das zu tun. Und er wartet auf dich. Bringe dein Herz zu ihm und lass Jesus dein Herz lebendig machen. Jesus, so wie ich schon erwähnt, er ist gestorben, um uns lebendig zu machen, um unser Herzen und unsere Seele lebendig zu machen. Nur Jesus kann unsere Seele lebendig machen. Ich lese noch einmal diesen Vers. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte, und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, und ihm, um ihn zu holen, wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Mein Freund, mein Wunsch und Gebet ist, dass du auch heute, jetzt, in diesem Moment, auch sagen kannst, mein Herz ist lebendig in Gott. Und möge der Herr dir helfen und segnen, wenn dieses nicht dein Fall ist. Wenn du merkst, dass deine Seele oder dein Herz nicht lebendig ist, dass der Herr dir die Freude schenken würde, zu ihm zu kommen und dass du heute noch dies erleben könntest, dass dein Herz lebendig wird, dass der Herr Jesus dir eine lebendige Seele schenken werde. Möge der Herr dir segnen. Amen.